Ha!
Unser neuer PJ Masks. Toll, dass er einer von uns ist. Aber was hat er eigentlich so drauf? Tja, er kann gut mit Maschinen umgehen. Und er macht eine tolle Roboter-Monddrehung. Flip, flup. Was? Klebeklatscher, Nacht-Ninja. Das ist nie gut. PJ Masks, jetzt nichts wie los. Denn in der Nacht sind wir ganz groß. Es wird Nacht in der Stadt. Und eine kleine Gruppe mutiger Helden macht sich auf, gerissenen Schurken das Handwerk zu legen. Amaya wird zu Eulette. Ja! Greg wird zu Gecko. Ja! Connor wird zu Catboy. Die PJ Masks. Hey PJ Robo, coole Moves. Oh, du kannst den Katzenflitzer nicht fahren. Das ist schon mein Job. Du probierst neue Sachen am Hauptspeicher aus, stimmt's? Kein Problem, Kleiner. Das lernst du noch. Cooles Chamäleon. Du hast mein Funkgerät in einen Videoprojektor umgewandelt. Wir haben schon was, womit wir kommunizieren. Ganz genau. Over. Ja, aber guter Versuch. Weiter so. Hey, schaut, da ist Nacht-Ninja. Was haben die vor? Finden wir's raus. Zum Katzenflitzer. PJ Robo? Los, kommt. Wir nehmen den Eulengleiter. Ha-ha-cha! Ha-ha-cha! Ha-ha-cha!
werdet besser. Konzentration, Angelinos. Hey, hört auf, was immer ihr macht. Was immer wir machen? Das ist die alte Kunst der Ninja-Finger. Wir arbeiten an unseren Ninja-Kräften. Damit können wir jedes Gebäude levitieren lassen und stehlen, welches wir wollen. Und ich will das hier. Levi, was? Levitieren, das bedeutet anheben. Er wird das Gebäude anheben und es mitnehmen. Gakanda Gekko, das sind üble Neuigkeiten. Das ist kinderleicht. Deine dummen Ninja-Finger haben keine Chance gegen unsere PJ-Kräfte Nacht-Ninja. Super Katzen-Tempo! Los, PJs! Super Eidechsen-Griff! Was ist das? PJ-Robo! Schnecke? Oh! Catboy, Gecko, was ist hier los? Unglaublich. Die PJs sind kraftlos. Das heißt, ich kann tun und nehmen, was ich will. Wir müssen zurück zum Hauptquartier. Verfolgt sie! Ihr anderen, holt euch die Gebäude. Die ganze Stadt! PJ Robo hat angerufen. Er hat irgendwas am Hauptrechner gemacht. Da war so eine Art Kristall. Kristall? Den habe ich noch nie gesehen. Vielleicht haben wir deshalb unsere Kräfte verloren, wegen etwas, das PJ Robo getan hat. Oh je, vielleicht ist er doch noch nicht bereit, der PJ Mask zu sein. Worauf wartet ihr noch? Fangt sie! Wir kommen nicht rein. Es ist abgeschaltet. Die Türen öffnen sich nicht. PJ Robo! Warte, Catboy. Er hat doch versucht, mich anzurufen. Was er auch getan hat, er wollte uns nur helfen. Glaubst du? Er hat immer versucht zu helfen. Wollte den Katzenflitzer fahren und... Er hat auch versucht, mein Funkgerät zu verbessern. Gakanda Gekko, es hat nicht geklappt. Wir hätten ihm helfen sollen. Er wollte nur Teil der Mission sein. Armer PJ Robo. Nicht seine Schuld. Ja, yeah, wir kriegen auch nicht immer alles hin. Die Tür! Schnell! PJ Robo! PJ Robo? Hallo! Seine Batterie ist fast leer. Er hat seine Energie verwendet, um die Tür zu öffnen. Er hat sich selbst geopfert, um uns zu retten. So wie ein echter PJ Mask. PJ Robo! Bei meinem Katzenschnurrhahn. Was ist das? Das ist der Kristall, den ich vorhin gesehen habe. Okay, keine Sorge. Ich schaff das. Pass auf! Was es auch ist, es scheint mit unseren Kräften zu tun zu haben. Ich schaff's doch nicht. Versuchen wir es zusammen. Wir kriegen das hin. Wir sind immer noch die PJ Masks. Wir alle. Es passiert was. In meinen Armen kribbelt es. In meinen auch, Gecko. Je stärker ich drücke, desto heftiger wird es. Nicht aufgeben. Ich fühle mich irgendwie fantastisch. Ich mich auch. Hey, PJ Robo, du hast dich heute bewiesen. PJ Masks, wie wär's, wenn wir Nacht-Ninja zeigen, wer hier der Boss ist? Ja!
angreifen. Woohoo! Was? Gecko-Schilde. Ich bin unbesiegbar. Super Eulenfedern? Wie cool. Der Kristall hat uns neue Kräfte verliehen, Gecko. Und sie sind fantastisch. Und das alles dank PJ Robo. Nächstes Mal kriege ich euch PJ Masks. Ja! PJ Robo, vorbei ist jetzt mit der Gefahr. Das Klebeklatschermonster Teil 1. Na los, probieren wir es nochmal. Hey, wieso steht der Geräteschuppen offen? Hallo? Hallo? Oh, oh, er ist ja völlig leergeräumt. Auch die Seile fehlen. Und die Laternen. Aber wieso? Ich glaube, Nachtninja hat alles geklaut, weil er nämlich den Rätselberg erkunden möchte. Okay, wie kommst du denn darauf? Ach ja, und ich habe das hier gefunden. Nachtninjas Materialliste für den Rätselberg. Seil erledigt. Laternen erledigt. Schriftrollen erledigt. Wenn das so ist, sollten wir mal nachforschen. PJ Masks, jetzt nichts wie los. Denn in der Nacht sind wir ganz groß. Es wird Nacht in der Stadt. Und eine kleine Gruppe mutiger Helden macht sich auf, gerissenen Schurken das Handwerk zu legen. Amaya wird zu Eulette. Ja! Greg wird zu Gecko. Ja! Connor wird zu Catboy. Hi, PJ Robo. Hey, PJ Robo. Was geht ab? Beeil dich, Klitzekleiner. Wir haben nicht ewig Zeit. Gesundheit. Und jetzt zack ich. Das gefällt mir nicht. Kommt mit, wir nehmen die PJ Geländebikes. Hallo, Kleiner. Was ist, alter Freund? Eindringlinge, sagst du? Komm, wir sehen mal nach. Ich hatte keine Angst. Nein, ich habe nur eure Ninja-Reflexe getestet. Bist
du sicher, dass das die Höhle mit dem Verwandlungsklebeklatscher ist? Hey, ich hab da eine Idee. Also, ich steh Schmiere und du erforschst die Höhle. Tschüsschen! Oh, oh, da ist das doofe Drachenmädchen. Mit der möchte ich mich nicht noch einmal anlegen. Schnell in Deckung! Das war knapp. Okay. Ich betrete diese dunkle Höhle und finde es überhaupt gar nicht gruselig. Keine Spur von Nachtninja. Katzenohren! Da entlang! Hast du den Zauberklebeklatscher gefunden, Klitzekleiner? Okay, ich geh dann mal. Gehen wir nach draußen, Ninjalinos. Ninjalino! Hä? Wo treibst du dich denn rum, Klitzekleiner? Wir wollen los! Klitzekleiner, kommst du? Komm in die Gänge, Klitzekleiner. Wir warten. Ein Monster! Hey, passt auf, Ninjalinos. Der Typ wirft mit Klebeklatschern. Puh, das war knapp. Schon wieder. Sie drehen um! In Deckung! Armer Klitzekleiner, das Klebeklatschermonster hat ihn wohl erwischt. Oh, der Winzling wird mir ganz schön fehlen. Klitzekleiner, dir geht's ja gut! Warte, wo ist das Klebeklatschermonster? Dann ist es immer noch da drin. Oh. Stopp! Was machst du hier, Nachtninja? Oh, hallo, die dummen PJs. Ach, ich wollte einfach was für meine Fitness tun. In einer Höhle? Mit einer alten Schriftrolle? Das glaubst du ja selber nicht. Siehst du nicht, dass ich beschäftigt bin, Klitzekleiner? Wir suchen nach etwas. Ruhe jetzt, ich hab zu tun. Hm. Oh, an eurer Stelle würde ich da nicht reingehen. Er will nur nicht, dass wir reingehen, weil er was gefunden hat, wetten? Nein, ich meine es doch nur gut mit euch, Spatzenhirn. Da ist ein Monster in dieser Höhle. Ach was, da ist doch kein Monster drin. Wenn ihr mir nicht glaubt, dann seht doch selbst nach. Darauf kannst du wetten. Genau, da ist irgendwas drin, was Nachtninja vor uns verbergen will. Die Schriftrolle liegt immer noch da drin? Die PJs dürfen sie keinesfalls in die Hände kriegen. Aber ich kann dich nicht nochmal reinschicken. Klitzekleiner!
Ihr glaubt nicht wirklich, dass hier drin ein Monster ist, oder doch? Nein, er wollte nur nicht, dass wir rausfinden, was er vorhat. Ich sehe mal nach. Euren Augen! Ich kann nirgends etwas Verdächtiges sehen. Katzenohren! Ich kann auch nichts Verdächtiges hören. Er will uns nur austricksen. Weiter geht's. Augenblick, was war das? Klitzekleiner, bist das du? Nein, du bist das Klebeklatschermonster? Seid ihr sicher, dass das da kein Monster ist? Es bedeutet jedenfalls nichts Gutes. Wenn das wirklich der Klitzekleine ist, dann muss er den Verwandlungsklebeklatscher gefunden haben. Oh, das ist ja der Hammer. Hey, du da, Monster! Ich befehle dir, die Pyjama-Helden anzugreifen. Klebeklatscher! Vorsicht! Ich kann es kaum glauben. Mein eigenes Klebeklatschermonster. Das wird mein größter Triumph aller Zeiten. Oh, diesmal sind die Klebeklatscher ganz anders als sonst. Dieses Ding scheint sie zu kontrollieren. Endlich! Ich habe die Pyjama-Helden ein für alle Mal besiegt. Und die Stadt wird mir gehören. Mit der klitzekleinen Unterstützung meines kleinen Freundes. Kommt, Ninjalinus! Die Stadt gehört endlich uns! Genau, so ist's brav. Weiter, weiter. Dieses Zeug klebt super doll. Wir müssen uns irgendwie befreien. Ja, sonst macht Nachtninja mit diesem Ding noch die Stadt unsicher.